So Leute, hier sind die Booster und die sehen richtig nice aus. Das Gold hier und die 2020 schön in Weiß gehalten. Hier haben wir Messi und Lewandowski drauf. Wer das hier nochmal ist, da komme ich jetzt nicht drauf. So, dann drehen wir das Ganze mal rum und dann sehen wir hier die Aufteilung. Wir haben hier 216 Basiskarten und 207 Specialkarten. Davon sind 108 Fans. Dann haben wir 36 Power-Up-Karten, 36 Gold. Dann hier 18 Multiple-Karten und 9 Rares. Und dann steht hier unten noch drunter eine in einem Pack natürlich, die Fans. Also man müsste 108 Booster öffnen, wahrscheinlich, aber auch mehr. Dann haben wir hier einmal in vier Packs die Power-Ups. Dann hier Gold. Einmal in sechs Packs. Dann haben wir noch die Multiple. Da haben wir eine in acht Packs. Und die Rares eine in 25 Packs. Also man müsste neun Displays holen, glaube ich, wenn man Pech hat. Ja, dann denke ich mal, wir rupfen mal einen auf hier. So. Also es gibt drei verschiedene Booster Designs, glaube ich. So, ich drehe sie erstmal rum hier. So. Hier haben wir Phil Jones. Also sie sehen mal richtig, ja, die sehen fast aus wie letztes Jahr, die Basekarten, meine ich. Ja, also der Hintergrund ist neu, aber der Rest, finde ich, sieht fast aus wie letztes Jahr. So, dann hier von hinten sehen sie so aus. Hier ist ein Code für das Handyspiel oder die Handy-App. So, dann sieht man hier, oh, das hier haben sie etwas neu gemacht. Hier ist der Torwart, hier ist die Abwehr. Hier ist Abwehr und Mittelfeld. Dann haben wir hier Mittelfeld, Mittelfeld und Sturm und Sturm. Also hier sieht man auch nochmal Defensiv, Control und Attack. Ja. Ups, und ich schmeiße die Karte weg. So. Und hier oben sieht man die Kartenzahl, also die 72. So, hier oben Torschuss. Dann hier, also er ist Abwehrspieler. Dann sieht man hier auch die ganzen Werte. Ja. So, hier hätten wir dann Dries Mertens. Dann haben wir hier Veltman. Joel Veltman. Oh, KDB. Kevin De Bruyne. Und dann kommt schon die erste gute Karte hier. Das ist ein Fans-Favorite. Und zwar Victor Luis von Palmeiras. Ja, sieht richtig cool aus. Also, ja. Okay, dann haben wir hier, oh, Frauen. FIFA Women's World Cup France 2019 Winner. Die O'Hara. Kelly O'Hara. Von den USA. So. Erstmal schön in die Facecam. Naja, okay. Okay, dann gehen wir zum zweiten Booster. Hier haben wir. Ich glaube, das hier ist. Ah, Silber, oder? Ist das Silber? Und das hier ist Eden Hazard. Und hier auf den Namen komme ich jetzt nicht. Tut mir leid. Falls einer von euch weiß, wer das ist, auf der linken Seite, der kann es ja mal in die Kommentare schreiben. So. So, der zweite Boost. Oh yeah! Oh yeah! FC Bayern München Club Badge. So, hier unten steht da noch
Und ihr seht, 1900, da ist der Club erstellt worden, oder wie man das nennt. Klappetsch, yeah. Und dann noch von FC Bayern, wunderbar. Yeah. Also die ist ja mal richtig fett hier. Suarez, Messi und Griezmann. Uiuiui, das ist eine Multiple Power Trio. Total Goals 97. Ja moin. Wow. Also die gefällt mir echt super. Also wow. Dann haben wir hier Leandro Paredes. Hier haben wir Mandy von Real Madrid. Und der ist auf dem Kopf, der macht einen Handstand. Martial von Manchester United. Dann haben wir hier Bentancur von Juventus Turin. Das war der zweite Booster und wir kommen zum dritten. So, hier hätten wir Phil Foden von Manchester City. Und das ist ein Wonderkid. Ja, moin. So, was steht hier für eine Zahl? 2000. Ah, ist glaube ich sein Geburtsjahr, oder? 2000 kann das sein. Dann wäre er jetzt 19 Jahre. Ja, moin. So, hier haben wir Chris Smalling von Manchester United als Defensive Rock. Hier seht ihr noch Größe 1,92 und 81 Kilo. So, dann kommen hier die Basiskarten. Da ist keine auf dem Kopf. Okay. So, hier haben wir Matic von Manchester United. Dann haben wir De Vrij von Inter Mailand. Dann haben wir Alvaro Morata von Atletico Madrid. Und hier haben wir Fred von Manchester United. Warum packe ich dich jetzt auf diese Seite? Ihr könnt es ja nicht sehen. Dahin. Ich will dich schon ein bisschen sortieren. Basekarten und die. Ja. Die anderen Karten. Oh. Ich habe vergessen. Das war der Booster, wo ich eben gezeigt habe. Und zwar ist hier Griezmann drauf. Die anderen zwei fallen mir jetzt die Namen nicht ein. Ach, ich hab's auch manchmal mit den Namen. So, vierter Booster. Oh yeah, oh yeah. De Jong, Frankie De Jong, der jetzt in Barcelona spielt. Und zwar ist das eine Impact Signing. Matches 52 und 4 Tore. Ah ja. Wie nur eine. Ja, moin. Der Rest ist Basekarten. Seit wann? Ah, egal. Hier haben wir Hüsei von Neapel, der wieder ausgesprochen wird. David Luiz von Chelsea. Sadio Mané von Liverpool. Pedro von Chelsea. Oh, Kingsley Coman von Bayern München. Yes. Da kommen wir zur Booster Nummer 5. Also Displays werden auch noch kommen. Natürlich habe ich mir auch schon das Starter Pack vorbestellt mit Display, aber das Display gibt es als erstes und das Starter Pack kommt erst am 6. oder so raus. Hier haben wir Julian Brandt als Impact Signing. Matches 43 und Goals, also Tore 10. Ja, der ist ja diese Saison von Leverkusen zu Dortmund gewechselt. Richtig geiler Transfer, finde ich. Aber ja. Oh, Ronaldo, Cristiano Ronaldo von Juve. Yes. Dann haben wir hier Christensen
Christensen, ja doch, richtig, von Chelsea. Oh, Coutinho hier noch im Barca-Trikot. Jetzt natürlich ausgeliehen an Bayern München. Also es ist ein richtig geiler Transfer. Wenn der hier richtig auftritt in München, dann ja. Hier haben wir Wijnaldum. So, jetzt habe ich's. Und hier haben wir noch Cavani von Paris. Und wir kommen zum letzten Booster und dann war's das mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Gebt ordentlich ein Däumchen nach oben. Würde mich sehr darüber freuen. Ja. Hier haben wir Henrique von Palmeiras als Fans Favorite. Ein Schalke. Mascarell. Hier haben wir Akua von Lyon. Hier haben wir Fabinho von Liverpool. Hier haben wir Hakimi von Dortmund. Und Nelson Semedo von Barcelona. Ja, das waren die ersten 6 Booster der brandneuen Serie von Panini. Finde ich richtig geil. Also die Base-Karten, ich kann ja mal einen Vergleich machen zu letztem Jahr. Im nächsten Video. So, das sind die Base-Karten und das hier sind die anderen. Ja, Ausbeute ist so lala. Ja. Und falls du keine weiteren Videos verpassen möchtest von dieser Serie, dann abonniert meinen Kanal. Lasst ein abonniert die Glocke, genau. Natürlich die Glocke aktivieren und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, Livestream oder sonstiges. Bis dann und auf Wiedersehen.